Hallo, du lieber Widder und herzlich willkommen bei deinem Energy Update. Die Legung ist für dich, wenn du den Widder im Sonne, Mond, Aszendent und oder in der Venus hast. Und du kannst natürlich auch für dein Gegenüber schauen. So, einmal hier die Widder, die aktuelle Situation. Oh, da haben wir hier den Mond. Das heißt, bei euch gibt es hier so ein bisschen, ihr könnt viele Ängste hochkommen. Mond ist auch so ein bisschen die Seelenkarte. Nochmal so tief tauchen, tiefe Ängste, aber auch Träume. Es kann sein, dass du momentan sehr aktiv träumst. Interessant. Was ist denn hier in der Herausforderung? Okay. Wir haben hier innere Kindthemen angezeigt, lieber Will. Das können hier Dinge aus der Kindheit hochkommen, auch gerade auf der Traumebene. Alte Erinnerungen, die du schon längst vergessen wolltest, alte Erfahrungen. Und da geht es tatsächlich darum, alte Gefühle, vor allem belastende Gefühle loszulassen, ja? So, was ist denn aber in der Stärkung? Ah, da haben wir das Glück. Also, lieber wieder, du hast hier alte Ängste, die dich noch abhalten. Ich kriege hier rein, es geht hier gerade vor allen Dingen auch um Mindset. Da sind aus deiner Kindheit, aus deinem Umfeld, wie du aufgewachsen bist, wurde dir in irgendwelchen Themen Angst gemacht, die dich noch zurückhalten. Deswegen kommen die jetzt hoch, ja, ob das ist auf Traumebene oder ob du das bewusst wahrnimmst, je nachdem. Und deswegen kommen die hoch, damit du das erkennst, das transformieren kannst. Und dann ist es hier wie so eine Befreiung. Ja, dann geht es hier ins Glück rein. So, was ist denn der Tipp von denen da oben? Ja, und dadurch kommt hier Bewegung rein. Also sei hier smart. Das ist auch immer die Karte mit sei smart. Aber bist du ja eh lieber wieder. Aber es geht hier wirklich darum, dass du hier Altes loslassen hast. Vielleicht alte Gefühle, die dich noch abhalten. Ja, das heißt, es kann auch sein, dass hier und da eine Reaktion aus dem verletzten, trotzigen inneren Kind vorhanden ist oder so. Ne? So, dann schauen wir hier nochmal mit den Mondkarten für die Widder. So, da haben wir hier, sei dir bewusst, du wirst geliebt. Ja, das passt auch wieder zu dem inneren Kind. Es kann sein, dass du merkst, boah, ich bin hier immer am zu viel machen, am overdelivern, weil ich möchte halt einfach irgendwie klarkommen, das Überleben etc. sonstiges. Ne? So, und hier haben wir, lass dich nicht von Vergangenen bremsen. So, lass dich nicht von vergangenen Bremsen, absteigender Mond. Genau, auch hier wieder passend zu der Karte. Lass dich hier nicht von der Vergangenheit bremsen. Lass dich nicht von vergangenen Erfahrungen bremsen, von vergangenen Ängsten. Ne? Es ist wirklich eine Befreiung, die hier stattfindet bei dir, lieber Widder. Also auch wenn sich das momentan, du so ein bisschen gefühlt getrübt bist und du vielleicht nicht so genau weißt oder irgendwelche Ängste hast oder Sorgen, das darf sich wirklich alles abtransformieren, transportieren. Ja, genau. Gut, lieber Widder, und falls du auch lernen möchtest, wie du Tarotkarten ganz leicht und easy deutest, dann kannst du gerne meinen Tarot-Reader-Videokurs buchen auf meiner Webseite, der ist verlinkt. Da lernst du eben ganz leicht die Tarotkarten zu deuten, große Arkana, kleine Arkana, Hofkarten, genauso Astrologie und Numerologie. Da gehen wir alles drauf ein und ich bringe dir auch bei, wie du lernst, auf deine Botschaften zu vertrauen. Wenn du Interesse daran hast, dann kannst du es gerne buchen, Videokurs zum Downloaden für dich mit PDF, findest du auf meiner Webseite, die ist verlinkt. In meinem Profil, genau. Gut, dann wünsche ich noch einen schönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal. Bis dann, lieber wieder.